Guten Morgen, liebe Gemeinde in Aschaffenburg. Leider kann ich nicht persönlich heute Morgen bei euch anwesend sein und wir können nicht in der gewohnten Art und Weise Gottesdienst feiern. Und ich kann auch nicht in der gewohnten Art und Weise euch am Wort dienen. Sehr gerne hätte ich das getan, aber die Umstände erlauben es gerade nicht. Von daher bin ich aber trotzdem froh, dass ich auf diesem Weg euch dienen darf und euch trotzdem am Wort dienen darf. Wir haben heute großartige Möglichkeiten und ja, trotzdem unter das Wort zu kommen. Und von daher möchte ich heute auf diesem Weg zu euch reden und euch eine Predigt bringen. Ich möchte auch gleich die Gelegenheit nutzen, heute endlich die Predigt zu halten, die ich schon sehr, sehr, sehr lange bei euch halten möchte, aber aus verschiedenen Gründen und Umständen und Begebenheiten nie so richtig die Gelegenheit dazu hatte, auch nicht die Freimütigkeit dazu hatte, diese Predigt zu halten. Eigentlich ist es die Predigt, die ich immer als erstes halte oder eine der ersten Predigten, die ich gerne in eine Gemeinde halte, die ich neu besuche, weil sie in gewisser Weise meine Ausrichtung und mein Verständnis und meine Art und Weise, die Bibel zu lesen und auch sie auszulegen, deutlich macht. Und das ist eine gute Ausgangsgrundlage, auch die anderen Predigten einzuordnen und zu verstehen. Aber bis dahin hatte ich jetzt noch keine Freimut, das zu tun. Und auf diesem Wege und vor allem heute möchte ich euch das näher bringen. Vielleicht wird inhaltlich das eine andere schon angeklungen sein in den anderen Predigten, aber heute möchte ich das zusammenfassen, ein ganz, ganz großes Anliegen von mir euch weitergeben. Und ich denke, dass gerade in so einer Zeit, in der wir gerade sind, wo es wirklich sehr turbulent in der Welt es zugeht, die ganze Welt steht Kopf und es sind gravierende Veränderungen. Es gibt wohl niemanden, der das nicht bemerkt hatte. Und schafft natürlich viel Verunsicherung und stellt auch uns vor große Herausforderungen. Es sind viele Fragen. Die Menschen suchen nach Antworten. Die Menschen suchen nach Stabilität, nach der Wahrheit, nach dem Halt. Und nicht wenige, und da bin ich auch dankbar, suchen natürlich das im Glauben und auch in dem Wort Gottes. Und gerade da möchte ich auch heute anknüpfen, denn man kann die Schrift lesen und mit den Fragen des Lebens an sie herantreten und gerne auch jetzt diese Zeit, in der wir leben und die Umwälzungen und jetzt ein Virus und all diese Umstände, man will es natürlich erklären und auch natürlich vom Wort Gottes erklären. Und dann man sucht in der Schrift und sagt, was sagt die Bibel jetzt zu diesen Umständen, was sagt die Bibel jetzt zu dieser Zeit? Und da liegt auch eine große Gefahr, dass wir das Eigentliche und die eigentliche Botschaft der Schrift aus den Augen verlieren und zu sehr uns wieder auf den Ereignissen dieser Welt bestimmen lassen und auch so zu schnell uns auch da von den Ereignissen dieser Welt verunsichert lassen. Von daher denke ich, dass es gut ist, wenn wir heute über dieses Thema nachdenken, das ich euch gleich vorstellen werde. Es geht letztendlich darum, wie lese ich die Bibel? Was ist die Voraussetzung dafür? Mit welcher Perspektive und mit welcher Ausrichtung lese ich die Bibel? Dass sie für mich Kraft ist, dass sie für mich Hoffnung ist, dass sie für mich ein Wegweiser ist und auch Erklärung ist all der Dinge des Lebens, meines Lebens, die Dinge der ganzen Welt. So, wie lese ich die Schrift? Und das ist ein ganz großes Anliegen von mir, mit euch heute darüber nachzudenken. Bevor ich das tue, möchte ich euch als Ausgangsvers, der so ein bisschen als Grundlage dienen soll, Matthäus Evangelium vorlesen. Matthäus Evangelium, Kapitel 22, Vers 29. Ich zeige euch oder ich blende den Vers ein. Ihr könnt es gerne mit mir mitlesen. Matthäus 22, das ist hier, Vers 29. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Damit wir
diesen Text recht deuten und dann auch verstehen und von diesem Text ausgehend dieses Thema behandeln, möchte ich beten und Jesus einfach darum bitten, dass er uns da ausrichtet. Jesus Christus, beim Verkündigen deines Wortes möchte ich genau darum bitten, Herr, dass du uns die wahre Bedeutung durch deinen Geist offenbarst und dass wir auch in dieser Zeit in der richtigen Haltung das Wort Gottes lesen. Nicht nur einfach das Wort Gottes lesen, sondern dass wir es richtig lesen, dass wir auch verstehen und in der Lage sind, es zu begreifen, damit dieses Wort auch wirklich Kraft ist und nicht nur Wissen allein, sondern wirklich Kraft. Und darum will ich dich um Weisheit bitten, jetzt nicht nur beim Auslegen deines Wortes, sondern auch beim Verstehen deines Wortes. Herr, segne jeden Zuhörer, der sich das jetzt anhört und sich darauf einlässt. Öffne die Augen, öffne die Ohren, Herr, und lass uns dich sehen. Das ist mein ganz großes Gebet, mein großes Anliegen. Ich danke dir dafür, dass ich das jetzt auch erbitten darf. Amen. Ich möchte so anfangen. Wir alle sehnen uns nach der Kraft Gottes. Wir sehnen uns nach der Kraft in unserem Leben, vor allem nach der Kraft in solchen Zeiten wie auch diesen, ihnen zu begegnen und auch da zu leben und zu überleben. Und oft wird eben das natürlich im Glauben auch gesucht und das ist auch, wie gesagt, nicht falsch. Und dann auch sucht man die Schrift und man fragt nach der Schrift. Und ich weiß nicht, wie ihr das kennt, ob ihr das kennt. Und wenn ihr die Bibel lest, ist es Kraft für euch? Ist das, liebt ihr sie? Geht sie euch auf? Versteht ihr sie? Ist das wirklich eure Kraft, wenn ihr morgens euch hinsetzt, mittags oder abends, wenn ihr das Wort Gottes lest oder hört, ist es eine Kraft? Oder ist das wirklich nur bloßes Wissen und Verstehen und vielleicht sogar ein Bejahen, aber letztendlich in der Konsequenz in meinem Leben, dann, wenn es drauf ankommt, dann, wenn es zu der Wirkung kommen muss, dann, wenn es einen Unterschied machen soll, ist das wirklich die Kraft? Reicht die Schrift aus, um euch zu helfen, in all diesen Turbulenzen zu leben, mit allen den Versuchungen, mit allen den Kämpfen, mit allen Niederlagen und Leiden richtig umzugehen? Ist das eure Kraft? Diese persönliche Fragen möchte ich dir stellen und euch stellen und euch bitten, für euch das zu beantworten. Ist die Bibel, ist das Lesen der Bibel, ist das Gottes Kraft? Ich frage noch gar nicht und rede noch gar nicht davon, ist das deine Lust und machst du es gerne, machst du es oft, sondern wenn du es tust, wenn du dich dazu aufraffst, ist das Gottes Kraft für dich. Ich bin froh und ich bin davon überzeugt, auch von, weil ich eure Ausrichtung in der Gemeinde kenne, dass es für euch klar ist, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie irrtumslos ist. Und dass die Genügsamkeit des Wortes ist, da habe ich keine Zweifel und ich bin sehr froh darüber, dass ihr so eine Gesinnung habt und dass ihr so eine Haltung habt. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und vor einigen Jahren haben die Gemeinden und die Kirchen und die Großkirchen eine Initiative gestartet, weil sie gemerkt haben, dass die Bibel selbst keine große Relevanz mehr im Leben und im Glauben der Menschen hat. Und so haben sie mit viel Aufwand versucht, die Bibel wieder bekannt zu machen oder wieder sie lieb zu machen oder sie attraktiv zu machen, damit sie wieder Relevanz in ihrem Glauben bekommt. Einfach großes Interesse wieder wecken, weil das Interesse eben verloren gegangen ist. Paradoxerweise in einer Zeit, in der es wahrscheinlich, also wie in keiner anderen Zeit, so viele verschiedene Übersetzungen, so viele verschiedene Übertragungen, so viel gedrucktes Papier mit der Bibel es gibt. Wir haben allein in unserer deutschen Sprache wie viele verschiedene Übersetzungsvarianten. Selbst von der einen Übersetzung haben wir wie viele Revidierungen. Also wir können da wirklich uns glücklich schätzen, dass wir eine Fülle an Bibeln haben und so eine Fülle
an Gottes Wort, dass wir eigentlich in unserer Sprache lesen können und trotzdem, obwohl es so viel von dem allem gibt, obwohl es so viele Bibeln gibt und jeder von euch wahrscheinlich mehrere zu Hause hat, wenn ich jetzt euch bitten würde, jetzt zum Regal zu gehen oder und zu schauen, wie viel Bibel habt ihr selbst zu Hause? Und ich rede jetzt nicht nur vom Regal, sondern geht dann an den Computer, wie viele Übersetzungen. Wir haben eine Menge. Und trotzdem muss immer wieder dazu ermutigt werden, und muss motiviert werden und die Bibel muss wieder großartig gemacht werden. Und obwohl es so viele Bibeln gibt, gibt es doch so wenig Interesse an ihr. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Bibel viele nicht die Quelle der Kraft ist. Also selbst für die glauben, dass es Gottes Wort ist, sie lesen es, aber es verändert ihr Leben nicht. Es macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied in ihrem Leben. Das Wissen, was sie da gelesen haben, macht keinen Unterschied. Sie wissen das, sie stehen auf, sie gehen. Und der Kampf ist der gleiche, die Schwierigkeiten sind die gleichen, die Versuchungen sind die gleichen, vor allem auch die Niederlagen sind die gleichen. Die Kraft fehlt, obwohl sie das lesen. Und irgendwann mal geben Menschen es auf. Manche haben sogar Angst, die Bibel zu lesen, weil sie permanent von ihr sich verurteilt fühlen. In jedem Text der Bibel, selbst in den Evangelien, also in der guten Nachricht, sehen sie permanent nur Anklage, Verurteilung. Und manche trauen sich gar nicht, die Bibel allein zu lesen, ohne jemanden, der sie erklärt, weil sie Angst haben, sie nicht so richtig zu verstehen oder sie zu falsch zu interpretieren. Es gab in diesem Versuch und in diesem Anliegen, die Bibel lieb zu machen, haben manche Theologen, Pastoren und Redakteure sich zusammengesetzt und haben eine Zeitschrift ins Leben gerufen. Vielleicht habt ihr schon mal was von ihr gehört, Faszination Bibel. Das Anliegen war eben genau das. Sie wollten die Bibel wieder relevant machen und wieder in ihrem Leben oder in dem Leben der Christen wieder groß machen. Mit Artikeln, mit Kommentaren, mit Interviews wollten sie wieder die Menschen für die Bibel gewinnen. Eigentlich echt ein gutes Anliegen, was ich sehr, sehr schätze. Oft ist ja so, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht. Und so gibt es einiges auch in diesem Vorhaben. Ich schätze das Vorhaben, die Bibel wieder groß zu machen. Aber ich schätze nicht die Art und Weise, wie sie es versucht haben oder sie es versuchen. Ich möchte euch nur ein Beispiel geben. Da gab es zwei, drei Seiten. Überschrift von diesem Artikel war, endlich vernünftige Texte. So, die Intention ist da zu sagen, Freunde, wir haben endlich vernünftige Texte. Also nicht diese alte Luther oder diese holprige Elberfelder. Nein, wir haben die Texte, die machen es möglich, die Bibel gut zu lesen, wie ein normales Buch. Und da werben sie für die verschiedenen Übertragungen, von der Volksbibel über Hoffnung für alle, gute Nachricht, was auch immer. Sie werben dafür, diese Bibel wieder zu lesen, weil man sie in den heutigen Übersetzungen sie auch recht gut lesen kann. Und um diese Relevanz noch größer zu machen, haben sie einige Zitate von Berühmtheiten genommen und zitiert. Und wollen dadurch aber auch so ein bisschen das Interesse wecken oder sagen, schaut mal, wenn diese Berühmtheiten schon Interesse daran haben, wie viel nicht mehr? Sie zitieren Gandhi, sie zitieren die Bundeskanzlerin, sie zitieren Schauspieler, Ärzte. Und die Intention bei all denen, ich möchte jetzt nicht im Einzelnen alles vorlesen, alle sagen, was für tolle Geschichten, spannende Geschichten. Oder andere sagen, das ist Lebenshilfe pur. Die anderen sagen, ja, da bekomme ich gute Anweisungen, was richtig und falsch ist. Und all das. Und als ich so die ganzen Artikel las und die ganze Werbung von den sogenannten Prominenten, weil man ja glaubt, wenn die Prominenten es toll finden, dann müssen wir die normalen Bürger es umso mehr toller finden. Abgesehen davon einige oder die meisten von denen, die glauben gar nicht
Man das Evangelium, das sind Buddhisten und anderen dabei gewesen, die zitiert haben. Magandhi sagt, ihr habt ein Buch in der Hand, das die Kraft hat, die ganze Welt im Stück zu reißen. Solche Sprüche kann man da nachlesen. Worauf ich aber hinaus möchte, als ich so die ganzen Artikel las und die ganze Werbung sozusagen für die neuen Übersetzungen las, merkte ich, dass eigentlich das Eigentliche fehlt. Dass das Eigentliche fehlt. Und Jesus bringt es auf den Punkt, eben in Matthäus 22, Vers 29. Er sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das ist eine sehr entscheidende und eine gravierende Aussage. Wenn man begreift, vor allem zu wem er das sagt. Er sagt das in dem Fall im Kontext, in Matthäus 22, Vers 23, er sagt das zu den Sadduzäern. Das waren wirklich die Elite, die religiöse Elite des Volkes Israels, der Juden. Sie waren verantwortlich für den Tempeldienst, für den ganzen Tempelkult waren sie verantwortlich. Sie waren die größte Gruppe im Judentum und die stärkste Gruppe im Judentum. Und Jesus wirft ihn vor, diejenigen, die dafür ja, verantwortlich waren, das Volk in ihren religiösen Fragen zu beraten und zu leiten und Entscheidungen zu treffen. Das waren die damaligen Berühmtheiten, sagt Jesus zu ihnen, Vers 29, ihr irrt. Das ist schon eine erstaunliche Aussage. Er sagt nicht, oder anders, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Das ist eine Anklage. Ihr liegt falsch, sagt er. Ihr liegt falsch, warum? Weil ihr keine Ahnung habt, was die Schrift ist. Nicht, weil ihr keine Ahnung habt, was in der Schrift steht. Sie kannten sie, sie wussten, was in der Schrift stand. Jesus, der Vorwurf ist nicht, ihr habt sie noch nicht gelesen. Der Vorwurf ist auch nicht, ihr habt keine Ahnung, wo was steht, sondern der Vorwurf ist, ihr habt keine Ahnung, was da drin steht, in dem Sinne, was sie wirklich bedeutet. Und darum geht's. Und die Folge daraus, die er sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Also sie kennen zwei Dinge nicht. Sie kennen weder die Schrift, das heißt, weder die wahre Bedeutung der Schrift, noch kennen sie die Kraft Gottes. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Diese beiden Dinge sind miteinander verknüpft. Wer die Schrift nicht auf richtige Art und Weise liest oder andersrum ausgedrückt, wer die Schrift nicht wirklich versteht, was sie wirklich sagt, der wird auch keine Kraft Gottes erleben und keine Kraft Gottes haben. Kraft Gottes in seinem Leben erleben bedeutet, die Schrift wirklich zu kennen. Für viele ist ja Bibel Lehre, Bibelstudium, Bibelverständnis und Leben oft entgegengesetzt. Sie sagen, ja, das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Und weil sie vieles von dem, was sie hören und lesen, nicht einordnen und nicht richtig verstehen, erleben sie das nicht in ihrem Leben, in ihrer Wirklichkeit, in ihrer Praxis. Und dann sagen sie, das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist Theorie und das ist Praxis. Und sie entscheiden sich oft für die Praxis. Also für das Leben. Und weil das immer im Widerspruch zueinander steht, sagen sie, das, was ich da höre oder lese, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Das ist alles nur theoretisch. Der Grund oder der Punkt ist, das Leben und die Praxis, die Kraft im Leben und die Kraft in der Praxis hängt aber vom richtigen Verständnis der Schrift ab. Wer die Schrift nicht richtig versteht, wird auch die Kraft Gottes nicht erleben. Und wir sehen uns alle nach der Kraft Gottes. Wir sehen uns alle nach dem Wirken Gottes in unserem Leben, nach dem spürbaren, erfahrbaren, greifbaren, verändernden Leben in unserer, in, ja, in, bei uns. Und wir sehen uns nach dieser Kraft Gottes. Sie gibt es nur dann, wenn wir die Schrift in der Weise verstehen, wie sie wirklich geschrieben und gedacht ist und wie Gott sie auch hat schreiben lassen. Wenn wir an diesem Punkt nicht irren, die Schriftgelehrten Pharisäer, sie haben an diesem Punkt geirrt und Jesus wirft ihnen eben das vor.
dass sie keine Ahnung haben, was eigentlich wirklich drin steht. Wenn man das Matthäusevangelium, nehmen wir nur diesen Kontext von dem Matthäusevangelium erstmal, aber wir würden das in allen Evangelien das finden. Wenn wir das aufmerksam lesen, dann werden wir merken, dass Jesus immer und immer wieder die gleiche Frage stellt. Zwar den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den Sadduzäern, den Ältesten, er stellt immer die Frage: Habt ihr denn nicht gelesen? Kennt ihr nicht die Schrift? Die Schrift aber sagt: Habt ihr denn nicht gelesen? Habt ihr denn nicht gelesen? Das ist der Punkt. Er konfrontiert sie und sagt: Wieso? Was macht ihr? Wieso handelt ihr so? Wieso redet ihr so? Kennt ihr die Schrift nicht? Habt ihr die Schrift denn nicht gelesen? Natürlich haben sie gelesen. Was er damit sagt, ist: Habt ihr sie wirklich gelesen? Wisst ihr, was eigentlich da steht? Wisst ihr, was eigentlich da gemeint ist? Nochmal, die Rabbiner, die kannten die Schrift. Die Schriftgelehrten, die kannten die Schrift. Die Sadduzäer und die Ältesten und Pharisäer, sie kannten die Schrift inhaltlich, wirklich gut. Manche so gut, sie konnten ganz genau sagen, was ist der mittlere Buchstabe im ersten Buch Mose? Was ist der 20. Buchstabe im ersten Buch Mose oder im zweiten Buch Mose? Sie konnten die Buchstaben mit den Zahlenwerten, alles, sie sind in der Lage gewesen, in einer Art und Weise Gelehrsamkeit die Schrift zu präsentieren, dann, das würden uns die Ohren und so schlackern, da Kapitel bücherweise auswendig gelernt, rezitiert. Da können die wenigsten von uns da mithalten. Und diesen wirft Jesus permanent vor: Ihr kennt die Schrift nicht. Und weil ihr die Schrift nicht kennt, habt ihr auch keine Kraft Gottes. Erlebt ihr auch die Kraft Gottes nicht. Der Vorwurf Gottes an sein Volk und vor allem an die Führer des Volkes ist immer folgendes: Mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. Jesaja 1, Vers 3 zum Beispiel. Mein Volk kommt um an Mangel an Erkenntnis. In Hosea 6, Vers 6 sagt Gott, dass denn an Güte und Gnade habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfer und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfer. Gott will Erkenntnis, Gott will Verständnis, Gott will richtiges Verständnis dessen, was er sagt. Er will, dass wir den Willen Gottes verstehen, der uns offenbart ist in der Schrift. Nicht einfach nur stures auswendig lernen und stures halten. Er will, dass wir diese Dinge begreifen, dass wir diese Dinge verstehen, dass wir diese Dinge erkennen in einer Weise mehr als nur ich sage mal, auswendig lernen. Und darin, in diesem Erkennen und diesem richtigen Verstehen liegt wirklich Gottes Kraft. Was war der Fehler dieser jüdischen Führung, dieser jüdischen Generation, von denen Jesus sagt: Ihr irrt, weil die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Im Römerbrief, Römer Kapitel 10, 1, Vers 3, fasst Paulus, der selber eben ein Jude war, fasst das sehr, sehr gut zusammen. In Römer Kapitel 10, Verse 1 bis 3. Paulus schreibt: Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie, also für die Juden, zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Das ist ein ganz großes Anliegen des Paulus. Sie sollen gerettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Also nach äußerlichen Dingen. Er sagt: Ich stelle ihnen eine Note 1 aus für Fleiß, für Konsequenz, für Ehrgeiz. All das bringen sie alle mit. Sie sind so konsequent in all diesen Dingen, in den religiösen Fragen, weit mehr als wir alle. Sie waren wirklich konsequent, Buchstaben für Buchstabe, ganz, ganz wörtlich die Schrift zu nehmen und sie ganz wörtlich umzusetzen und ganz treu bei den Buchstaben zu sein. Das waren sie. Und Paulus sagt: Dafür kriegen sie eine Eins. Aber er sagt, genau das ist das Problem. Ich lese nochmal: Denn ich gebe ihnen ein Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Also am Eifer hat es nicht gefehlt. Aber der Eifer, unser Eifer und unser Bemühen bringt gar nichts. Schaut mal. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten,
und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das ist sehr dramatisch und das ist sehr entscheidend. Weil sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten. Das heißt, weil sie nicht begriffen haben, nicht verstanden haben, nicht wirklich erkannt und verstanden haben, welche Gottes Gerechtigkeit wichtig ist oder andersrum, wie man zu der Gerechtigkeit Gottes kommt, auf welche Art und Weise Gott uns rechtfertigt, haben sie aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrem eigenen Bemühen, aus ihrem eigenen Eifer versucht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und haben sich somit dem Willen Gottes, dem Weg Gottes und somit der Kraft Gottes nicht unterworfen. Anders zusammengefasst, weil sie die Schrift nicht wirklich verstanden haben, weil sie nicht wirklich begriffen haben, auf welchen Weg man die Kraft Gottes bekommt, um die Gerechtigkeit, die von Gott gilt, zu leben, weil sie diese Kraft nicht hatten, haben sie versucht, aus eigener Kraft diese Gerechtigkeit aufzurichten, aus eigener Kraft gerecht vor Gott zu sein. Und so haben sie aber die Gerechtigkeit, die wir vor Gott brauchen, haben sie verloren. Am Anfang des Römerbriefs, und das ist wahrscheinlich, diese Verse sind euch allen bekannt, schreibt Paulus über diese Verse, das Studium dieser Verse kam Martin Luther zum Glauben. Ich lese Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird offenbart aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. So beginnt Paulus den Römerbrief und er sagt, er schämt sich des Evangeliums nicht. Warum? Es ist Gottes Kraft. Es ist nicht Gottes Theorie, es ist nicht Gottes Konzept oder es ist Gottes Kraft. Das Evangelium ist Kraft. Jedem, wie? Der glaubt. Was glauben? Das ist die Entfaltung des ganzen Römerbriefs. Das ist das, was zu verstehen ist. Auf welchem Weg bekommen wir die Kraft Gottes, ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht? Was ist der Zugang? Wie kommen wir zu dieser Kraft, die einen Unterschied in unserem Leben macht? Was ist der Weg? Und es gibt zwei Wege. Die Bibel sagt zu einem, das eine ist der Glaube. Und was wir da glauben müssen, das möchte ich euch gleich ein bisschen vertiefen. Das eine ist der Glaube, das andere ist unsere Werke. In unseren Werken, das heißt in unserem eigenen Bemühen, keine Kraft. Im Glauben und im Inhalt des Glaubens, da gibt es die Kraft. Und das ist, was Jesus ihnen vorwirft, als er da ist, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt und weil ihr die Kraft Gottes nicht kennt. Wie haben die schriftgelehrten Pharisäer die Bibel also gelesen? Was ist ihr großer Irrtum also gewesen? Ich möchte euch Stück für Stück da hineinnehmen und um diese Quelle der Kraft zu führen. Wie haben sie die Schrift gelesen? Und glaubt mir, die haben das in einer Art und Weise gelesen, wie wir es heute wahrscheinlich fast immer wieder tun. Und ganz viele Christen das auch heute genauso tun. Und das macht mich sehr traurig und macht mir auch große Sorgen. Und darum ist das ein ganz großes Thema von mir. Und ich bin froh, wie gesagt, dass ich mit euch heute darüber reden kann und euch daraus ausrichten kann. Wie haben sie die Bibel gelesen? Erstmal, sie haben die Bibel so gelesen als ein ethisches, moralisches Buch. Als ein Buch voller Ethik und Moral, voller Vorschriften. Das heißt, es ging Folgendes. Was muss ich tun, was muss ich lassen? Also guck mir in die Bibel, was soll ich tun? Man hat Fragen, ist das erlaubt, nicht erlaubt? Guck mal, ist das erlaubt? Ah ja, erlaubt, dann mache ich es. Lesen, ah doch nicht erlaubt, ich mache es nicht. Situationen, wie soll ich handeln? Es gibt so viele Bereiche in unserem täglichen Leben, wo wir Fragen haben und jetzt müssen wir sie Fragen beantworten. Also was sagt die Bibel dazu? Ich will heiraten, ja, nein. Was sagt die Bibel dazu?
Ich will den oder die heiraten. Oh, ist das Gottes Wille? Was sagt die Bibel dazu? Beruf, Haus kaufen, Wohnung, Auto, was auch immer. Alle Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben, die wir treffen müssen, dann wollen wir wissen, was sagt die Bibel dazu. Nur nebenbei, wir wollen nicht in erster Linie wissen, was die Bibel dazu sagt, das heißt, was der Wille Gottes ist, sondern wir wollen es deswegen wissen, weil wir neu wissen wollen, funktioniert es oder nicht. Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn es darum geht, große Anschaffungen zu leisten, aber wir kennen ja die Zukunft nicht. Wir wissen nicht, ob das, was wir kaufen, noch in 10, 20 Jahren noch einen gleichen Wert hat, ob ich es mir leisten kann, ob ich es finanzieren kann, ob ich es bewirtschaften kann, wie auch immer. Ob der Partner, den ich mich verliebt habe und heiraten möchte, ob er mich immer noch damals, dann noch in 20 Jahren lieben wird oder ich ihn noch in 20 Jahren liebe. Und an diesem Punkt auf einmal wollen alle den Willen Gottes wissen. Aber nicht, weil sie den Willen Gottes tun wollen, was Gott will, sondern sie wollen sich absichern. Gott, du weißt ja, ob ich es mir finanzieren kann oder leisten kann, in 20 Jahren immer noch dieses Haus zu haben. Wenn ja, dann lass es möglich. Wenn nein, dann macht mir die Türen zu. Das klingt so religiös. Das klingt so ja, fromm. Aber das hat nichts mit dem Willen Gottes zu tun. Man fragt nicht nach dem Willen Gottes, um den Willen Gottes zu tun, sondern man fragt nach dem Willen Gottes, um sich abzusichern. Das ist in einer Art und Weise, so kann man und so liest man auf die Bibel. Keine gute Art und Weise, die Bibel zu lesen. Genau, aber auch, und selbst dann, wenn man wissen will, was Gott zu bestimmten Dingen sagt, nehmen wir Sexualität. Auch das ist ja unsere turbulente Zeit. Selbst all diese Maßstäbe sind ja über Bord geworfen. Dass Gott sich Sexualität in einen Rahmen der Ehe hineingeschaffen hat, dass er die Ehe definiert hat, zwischen wem die Ehe geschlossen werden sollte, dass sie geschlossen werden sollte und dass die Sexualität in diesen Rahmen hineingehört, das ist ja heute überhaupt nicht selbstverständlich und selbst unter den Christen nicht selbstverständlich. Und sie kämpfen damit und sie ringen damit und sie sagen, ja, wo steht's geschrieben? Und man muss die Bibelstellen geben und in all diesen Dingen, der Selbstliebe und in der anderen Liebe, überall, man muss ihm zeigen, wo steht es geschrieben? Was darf ich tun, was darf ich nicht tun? Leute wollen sich tätowieren lassen, Schaumode. So, also darf man nicht? Steht es da, steht es nicht da? In allen, das sind nur ein paar Beispiele. In dieser Art und Weise haben die Schriftgelehrten die Bibel gelesen. Sie haben die Bibel zu einem Buch gemacht, eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Habt ihr das schon mal gehört, dass die Bibel eine Bedienungsanleitung fürs Leben ist? Ich kann mich erinnern, als junger Christ war ich auf einer Evangelisation. Und dann sagt der Prediger, Freunde, die Bibel ist eine Bedienungsanleitung fürs Leben. Und das klingt so, wow, also willst du dein Leben in den Griff kriegen, dann brauchst du die Bibel, weil sie sagt dir, was du zu tun und zu lassen hast. Und ich weiß noch, ich saß da und dachte, weiß nicht, Freunde, wer von euch liest super gerne Bedienungsanleitungen? Wer von euch sagt, oh, heute Abend so, hab so Lust, eine Bedienungsanleitung zu lesen? So zwei, drei, vier Kapitel mal am Stück mal so eine Bedienungsanleitung zu lesen. Bedienungsanleitung ist keine Lektüre, die man vermisst. Wenn man in Urlaub geht, nimmt man nicht die Bedienungsanleitung mit. Ich will Zeit vertreiben, ich lese eine Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung, das ist ein schlechtes Bild. Aber genauso verstehen wir es. Wir holen die Bibel nur raus als eine Bedienungsanleitung, wenn es mal schwierig ist. Und dann lesen wir und dann hoffen wir, Schritt 1, Schritt 2, so wie in der Bedienungsanleitung. Schalten Sie erstmal das Gerät ab. Schalten Sie es wieder neu ein. Gehen Sie ins Menü, in Untermenü, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und dann am Ende, als letzter Schritt, schalten Sie es wieder nochmal ein und dann müsste es funktionieren. Und so hoffen wir, genau so die Bibel aufschlagen, dann haben wir 10 Punkte, 10 Anweisungen, die wir haben, die wir so Stück für Stück befolgen, die wir Stück für Stück durcharbeiten und dann am Ende muss es funktionieren.
Ist machbar dann. Das ist die Bibel nicht. In dieser Art und Weise haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer die Bibel gelesen. Nichts anderes als eine Bedienungsanleitung. Vom Essen, was muss man tun? Was muss man nicht tun? Heiraten, nicht heiraten. Wann heiraten, wann nicht heiraten. Bei Scheidung, ja, nicht, wann ist Scheidung und so weiter. Bis ins kleinste Detail musste alles definiert werden. Liebe Freunde, der große Fehler ist, die Bibel als eine Bedienungsanleitung fürs Leben zu lesen. Die Bibel auf ein Buch zu reduzieren, das dir sagt, was du tun und zu lassen hast. Wenn man das mit der Bibel macht, und das macht man, und das machen viele, dann macht man die Bibel zu einem Buch, das es nicht ist. So haben es die Schriftgelehrten, Pharisäer sie gelesen. Überall nur Anweisungen, was man tut, und Verbote von Dingen, die man nicht tun sollte. Wer das mit der Bibel macht sie genauso zu einem Buch, wie die Schriftgelehrten Pharisäer gemacht haben. Und Jesus sagt dann, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Die Bibel so zu lesen, gibt keine Kraft. Denn das ist kein Evangelium. Das ist kein Evangelium. Es gibt ein Zitat, ich habe das aus einem Buch, ein Zitat von einem reformierten Theologen, der nicht nur reformiert, sondern der Theologe der Reformation neben Luther schlechthin, das ist Calvin. Und Calvin hat Folgendes gesagt, das muss man sich genau anschauen. Calvin hat gesagt, die Schrift sollte mit dem Ziel gelesen werden, Christus darin zu finden. Wer immer sich von diesem Ziel abirren lässt, mag sich sein Leben lang in Gelehrsamkeit aufreiben, zur Erkenntnis der Wahrheit wird er doch dennoch niemals kommen. Das ist auf den Punkt gebracht. Das ist für mich auf den Punkt gebracht. Man kann zu Calvin stehen, wie man will. Und was die Menschen aus dem Calvin und seine Theologie gemacht haben, ist ein anderes Thema. Aber das ist genau der Punkt. Er sagt, das Ziel beim Studium, das Ziel beim Lesen der Schrift ist, Christus darin zu finden. Wer die Bibel liest und nicht nach Christus in diesem Buch sucht, und zwar in dem ganzen Buch, sagt er, wird sein Leben lang in Gelehrsamkeit sich aufreiben. Er kann einen Titel von Professor Doktor führen, sehr gelehrt sein, sehr Kommentare schreiben und Bücher schreiben und was auch immer. Er sagt, er wird sich sein Leben lang in Gelehrsamkeit aufreiben. Zur Erkenntnis der Wahrheit wird er doch niemals kommen. Freunde, guckt euch die Kirchengeschichte an. Guckt euch die großen Theologen an. Schaut euch diese Theologen der liberalen Theologie, diesen Experten in Sprachwissenschaften, in Geschichte, in Geografie, in Geologie, diesen Experten auf allen Gebieten. In einer Art und Weise kann von uns keiner das Wasser reichen. Aber sie haben Christus nicht. Sie sprachen von einem blutigen Kreuz, von einem blutigen Opfer, das ist überhaupt nicht machbar. Die sprachen von Mythen und Legenden. Sie konnten die Bibel analysieren, sie konnten sie studieren in einer Gelehrsamkeit. Da kommt keiner mit. Aber Erkenntnis der Wahrheit haben sie keine. Das Evangelium, die gute Nachricht, haben sie nicht erkannt. Die Anklage Jesu. Und das ist so wichtig. Die Anklage Jesu ist, sie kennen die Schrift nicht. Ich möchte euch einen weiteren Text vorstellen, der für mich mindestens genauso wichtig ist wie Matthäus 22, Vers 29, steht im Johannesevangelium. Wenn ihr mit mir jetzt ins Johannesevangelium steht, Johannes Kapitel 5. Ich halte das für ein sehr, sehr, also für mich ist sogar mit ein Schlüsseltext, ein zentraler Text. Der ganze Kontext von Johannes 5 ist, sind die Zeugen, die das bezeugen sollen, wer Jesus Christus ist. Und Jesus lehrt in diesem Zusammenhang, wie man die Bibel
wirklich lesen sollte und was der Inhalt ist. Ich möchte euch ab Vers 39 lesen. Johannes Kapitel 5, ab Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Das sind für mich zentrale Verse. Guckt mit mir genau an, was Jesus da sagt und was eigentlich wirklich da steht. Jesus sagt, ihr erforscht die Schriften. Warum? Denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Wenn ich diesen Satz auf ein Blatt Papier schreiben würde, ich würde eine Petition erstellen, sagen, wir kämpfen, wir müssen als Christen, wir müssen wieder für die Bibel einstehen. Wir müssen wieder die Bibel groß machen. Wir müssen wieder die Bibel bei den Christen wichtig machen. Und ich schreiben würde, Freunde, wer ist dafür, dass wir die Bibel studieren, um in ihr das ewige Leben zu finden? Wenn ich das so sagen würde, wer von euch würde sagen, nö, das geht gar nicht, ist falsch. Ich denke die wenigsten. Nur wahrscheinlich die, die vor ein paar Jahren schon die Predigten gehört haben und wissen, worauf ich hinaus möchte. Aber guck mal, was Jesus da genauer, guckt mal mit mir nochmal hinein. Ihr erforscht die Schriften. Er redet vom Studium der Schrift. Er redet vom Lesen der Bibel. Er redet vom Forschen in der Schrift. Also forschen, was steht da? Eigentlich doch gut. Für eine gute Sache. Das macht mir gerade. Und dann sagt er, denn ihr meint, und im Griechischen ist das, ihr betont, das heißt, es ist eure Meinung. Und damit sagt Jesus, es ist nicht meine Meinung. Ihr meint das. Das ist eure Meinung. Er sagt, ihr meint, wenn ihr die Bibel studiert, wenn ihr Bibel erforscht, wenn ihr Schrift erforscht, werdet ihr darin ewiges Leben finden. Er sagt, das ist eure Meinung. Was meint Jesus? Er sagt, ihr denkt, wenn ihr die Bibel studiert und darin eben das findet, Ethik und Moral, wenn ihr darin findet, was ihr tun und lassen sollt, wenn ihr dann die 10 Schritte befolgt, dann werdet ihr ewiges Leben haben. Ihr denkt, je genauer ich die Gebote Gottes kenne, je genauer ich die Schrift kenne, und da kann ich, umso genauer kann ich sie tun, und dann kann ich ewiges Leben bekommen. Das Studium der Schrift in dieser Weise zu voranzutreiben, was muss ich tun und was muss ich lassen? Was müssen wir jetzt in dieser Situation der Corona-Krise tun? Was ist der Wille Gottes? Was müssen wir tun? Was müssen wir lassen? Hände waschen. In den Ellbogen nie. Steht alles nicht drin. Aber was ist das Richtige? Zeugnis geben? Keine Ahnung. Hier geht es nicht darum, das ist nicht die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Jesus sagt, das ist eure Meinung. Das ist nicht seine Meinung. Das ist erstmal schockierend. Er sagt, so lesen wir nicht die Bibel. Und jetzt schaut mal, was er dann sagt. Und sie sind es, die von mir zeugen. Sie sind die Schriften. Und sagt, und sie, jetzt betont er wieder. Und zwar sie, und das meint er jetzt, die Schriften. Und er sagt, und die Schriften, die ihr studiert, um ihnen ewiges Leben zu haben. Er sagt, was ist mit denen? Wie muss man sie lesen? Und sie, die Schriften, die von mir zeugen. Die Schrift hat einen Zweck. Die Schrift hat eine Berufung. Die Schrift ist ein Zeuge. In dem ganzen Zusammenhang vom Johannesevangelium geht es um das Zeugnis. Wenn ihr Kapitel 5 durchlest, hier geht es um das Zeugnis des Johannes, dann geht es um das Zeugnis des Vaters. Und Jesus sagt, Freunde, ich nehme kein Zeugnis von Menschen. Und dann redet von einem weit größeren Zeugnis des Vaters und der Dinge, die Werke, die er tut, die Zeichen, Wunde, die er tut. Und er bringt noch ein Zeugen und sagt, wisst ihr, was eigentlich die Schrift ist? Was die Bibel letztendlich ist? Sie ist ein Zeuge, von Gott gehaucht, von Gott ins Leben gerufen. So wie Gott die Materie angehaucht hat und daraus aus der Materie einen lebendigen Wesen gemacht hat, ein Menschen, so hat Gott den irdischen Buchstaben durch seinen Geist eingehaucht und hat daraus ein lebendiges Buch gemacht. Und dieses lebendige Buch zeugt, darum sagt immer wieder, wisst ihr nicht, was die Schrift sagt? Ich liebe diesen Ausdruck, was die Schrift sagt, weil die Schrift ist ein Zeuge, sie sagt, die redet zu uns. Sie ist ein lebendiger, von Gott
der Gottes Geist geschaffener Zeuge. Das sind Buchstaben, die zu uns reden. Aber welches Ziel haben sie? Was ist das Zeugnis? Jesus sagt, und sie sind es, die von mir zeugen. Das Zeugnis der Schrift und der Inhalt der Schrift und die Funktion der Schrift, es hat nur ein Ziel, von Jesus ein Zeugnis abzugeben. Das ist die einzige richtige Art und Weise, die Bibel zu lesen. Ich will so sagen, wer die Bibel anders liest als, und nicht darin Jesus findet, nicht das Zeugnis Jesu in der Bibel findet, wird keine Kraft haben, auch kein ewiges Leben haben. Entschuldigung, wird das nicht haben. Schaut mal, Jesus sagt, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Er sagt, ihr kommt nicht zu mir, damit ihr leben kann. Ihr lest die Schrift, ihr studiert die Schrift, sucht nach dem ewigen Leben. Habt's nicht, kriegt's nicht. Warum? Ihr kommt nicht zu mir. Der Buchstabe tötet. Nur der Geist macht lebendig. Aber wer ist, der den Geist gibt? Der Buchstabe hat keine Kraft. Der Geist ist die Kraft. Aber wer gibt den Geist? Wenn wir zum Buchstabe kommen und durch den Buchstaben nicht zu Christus kommen, dann werden wir keine Kraft haben. Die Aufgabe, das Ziel, der Zweck dieses Buches ist, uns zu Jesus zu treiben, uns zu Jesus zu bringen, zu dem, der alleine mir Leben geben kann, der alleine mir Kraft geben kann. Und jetzt prüf dich mal, wie liest du die Schrift? Wenn du die Bibel liest, warum ist sie keine Kraft für dich? Warum macht es dir keine Freude, sie zu lesen? Warum musst du dich zu ihr zwingen? Ich sag's dir, weil du genau aus diesem Grund die Bibel liest. Als ein Buch, als eine Bedingungsanleitung. Und dazu fehlt nicht immer die Motivation. Nur in Schwierigkeiten, wenn es mal wirklich nicht funktioniert, dann holt man die Bedingungsanleitung. Und wenn nicht gerade jemand um die Ecke ist, der dir sonst helfen kann. Sehr ungern holt man die Bedingungsanleitung raus. Da fragt man lieber jemanden, kann ich mir helfen? Aber selber mal nachlesen. Kein Wunder, dass die Menschen die Bibel nicht lesen wollen. Aber wenn wir verstehen, dass ein Zeuge ist, ein lebendiger Zeuge, der dich und mich zu Jesus bringt, zu demjenigen, zu einer Person, nicht zu einem Buchstaben, zu einer Person, und diese Person vermag Leben zu geben, vermag Kraft zu geben. Darum geht's, die Bibel zu lesen, die Bibel richtig zu lesen, bedeutet sie, so zu lesen, Jesus darin zu begegnen. Und ich meine damit das wirklich, und zwar nicht nur in den Evangelien, sondern ich rede von der ganzen Schrift. Von den ersten bis zum letzten Zeilen der Bibel hat es eine Bedeutung, ein Ziel. Gott hat dieses Buch durch seinen Geist aus einem einzigen Grund inspiriert, damit wir Jesus Christus kennenlernen. Damit wir Jesus Christus kennenlernen. Und es beginnt mit den ersten Zeilen der Bibel. Damit wir Gottes Plan, die Erlösung der Menschheit in und durch seinen Sohn kennenlernen. Darum wurde dieses Buch geschrieben. Sie ist ein lebendiger Zeuge. Ich möchte euch da auf ein, zwei Dinge noch aus dem Johannesevangelium hinweisen. Schaut mal, was Jesus dann macht. Ich lese weiter ab Vers 41 im Johannes Kapitel 5. Ja? Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Er weiß, die kennen Gott nicht. Sie kennen seine Liebe nicht. Sie verstehen seine Liebe nicht. Natürlich nicht. Sie sind unter dem Gesetz, unter den Buchstaben. Aber das ist keine Liebe. Vers 43. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen. Und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die Ehre voneinander nehmt und die Ehre, dem von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Also, wieso nehmt ihr das Zeugnis von Menschen an und die Ehre von Menschen, aber begreift nicht oder nimmt nicht an das Zeugnis und die Ehre, die Gott gibt?
Gott gibt ein Zeugnis und ehrt den Sohn, wie er hat ein Buch schreiben lassen, das Jesus Christus groß macht. Und ihr sagt, wieso nimmt ihr dieses Zeugnis nicht an? Wieso nimmt ihr den Inhalt dieses der Schrift nicht an? Und die sagen, wieso? Schaut mal, was er dann sagt. Jetzt wird es interessant. Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Ihr sagt, ich muss nicht mal selbst bei meinem Vater euch verklagen und sagen, Vater, die haben mir nicht geglaubt, die haben mich nicht erkannt, die haben mich nicht angenommen, die haben nicht begriffen, von was in der Schrift steht. Ihr sagt, ich muss es nicht mal selbst tun. Es wird einen geben, Mose. Und zwar den Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Das heißt, ihr habt Mose so gelesen, bei Mose, was muss ich tun, was muss ich halten? Die ganzen Gebote, dafür steht ja Mose. Und er sagt, Mose wird sie anklagen. Inwieweit? Welche Anklage wird Mose bringen? Schaut mal, was Jesus sagt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet auch mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Von diesen Schriften redet Jesus. Wenn er sagt, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Sie studierten Mose. Sie studierten die fünf Bücher Mose und schauten ganz genau, was sie alles tun und lassen mussten, damit sie die Gerechtigkeit vor Gott haben. Und dabei haben sie nicht begriffen und nicht erkannt, nicht gesehen, von wem Mose eigentlich die ganze Zeit redet. Jesus sagt, denn er hat von mir geschrieben. Liebe Freund, liebe Freundin. Weißt du, wo Mose von Jesus geschrieben hat? Wie liest du die? Nehmen wir mal an, wie liest du die fünf Bücher Mose? Kannst du sagen, wo in den fünf Büchern Mose Jesus zu finden ist? Voll davon. Und es ist nicht nur da ein bisschen da etwas, sondern es beginnt. Die Bibel beginnt damit. Die Bibel beginnt mit der Offenbarung. Oh, ich bin sehr versucht. Ich habe sogar jetzt die Zeit bei mir zu Hause nicht mehr im Blick. Ich bin sehr versucht. Ich bin sehr versucht, jetzt mit durch fünf Bücher Mose zu gehen und um euch das zu zeigen. Die Zeit würde aber jetzt nicht reichen. Das würde das wirklich sprengen. Ich habe vor knapp 4 Jahren habe ich am Kreuzlichtseminar bei uns hier im Haus genau das getan. Ich habe angefangen vom ersten Buch Mose das Evangelium von Jesus Christus zu lehren. Das sind jetzt, wir sind im fünften Buch Mose, ich glaube Kapitel 5. Das hat uns jetzt 4 Jahre gekostet. Und mit einem Anliegen, die ganzen Einleitungsfragen, geschichtliche Hintergründe, das machen wir alles gar nicht. Sondern wir suchen das Evangelium von Jesus in den 5 Büchern Mose. Es ist voll davon. Jedes Ereignis, jede Geschichte, alles läuft darauf hinaus. Ich gebe euch nur 1, 2, 3 Beispiele. Nur so, nur zum Nachdenken. Wie beginnt die Bibel? Erste Buch Mose, wie beginnt sie? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, oder? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Johannesevangelium, wie beginnt das Johannesevangelium? Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und alles wurde durch dasselbe, und nichts wurde ohne dies, und dieses Wort war das Leben, das Licht, richtig? Und dann in Kapitel 1, Vers 17, glaube ich, heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wenn ihr in das erste Buch Mose geht, dann ist allein von der Formulierung, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wie schuf Gott Himmel und Erde? Und Gott sprach, das heißt durch sein Wort. Und jetzt ist die Brücke doch nicht schwer. Wer hat im Anfang die Welt geschaffen? Durch welches Wort hat Gott die Welt geschaffen? Wer ist das Wort, das die Welt gemacht hat? Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, am vierten Tag? Wer ist dieses Wort? Wer ist der Schöpfer aller Dinge? Es ist Christus. Das heißt, wenn wir die ersten Verse lesen und darin nicht Christus sofort entdecken, dann haben wir dieses Buch nicht verstanden. Die Bibel beginnt damit, uns zu offenbaren, wer Jesus Christus ist. Er ist der Schöpfer. An welchem Tag wurde
wurde die Sonne geschaffen. Wenn man, es ist Kapitel 1 im ersten Buch Mose, Vers 14, und Gott sprach, es soll Lichter der Wohnung des Himmels werden, und sie scheiden zwischen Tag und Nacht, und sollen dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf der Erde zu leuchten. Und es geschah so, und Gott machte die beiden großen Lichter, die großen, größere Lichter, zur Beherrschung des Tages, das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten. Und sie herrschten über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden. Und Gott sah, dass alles gut war, und das wurde der Abend und der Morgen, der vierte Tag. An welchem Tag schuf Gott die ganzen Sterne und alles? Am vierten Tag. Was hat er aber vorher getan? An welchem Tag schuf er die Vegetation? Am dritten Tag. Wie konnte ohne Licht das alles sein? Wissenschaftlich unmöglich, gell? Wie kann es sein? Was war der erste Tag? Und Gott sprach, es werde Licht. Und was haben wir im Johannesevangelium? Und das Licht kam in die Finsternis, und das Sein nahm ihn nicht auf. Das Wort ist das Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Und die Welt kann bestehen ohne Sonne, Mond und Sterne. Denn Jesus ist das Licht, durch ihn besteht alles. Das sind nur ein paar Gedanken. Hier können wir bleiben. In den ersten Versen können wir bleiben und uns ausrichten, um wen es eigentlich geht. Aber man kann das lesen und eine wissenschaftliche Abhandlung machen und eine wissenschaftliche Diskussion über eine Sieben-Tages-Schöpfung. Ich glaube an eine Sieben-Tages-Schöpfung. Das ist für Gott doch kein Problem, in Jesus Christus an 7 Tagen die Welt zu schaffen. 6 Tagen und Ruhetag. Er kann es, er spricht und das wird. Darum geht es hier gar nicht. Aber das ist oft der Fokus. Vielleicht doch Millionen von Jahren, Tausende, Zeitlücke. Als ob das, darum geht es nicht. Das ist kein Schriftstudium. Wenn wir nicht begreifen, von welchem Licht da die Rede ist, welches Wort da die Schöpfung macht, warum an 7 Tagen, was ist der 7. Tag, der Ruhetag und all diese Dinge, dann haben wir die Schrift nicht verstanden. Und übrigens, da entscheidet sich in den ersten Zeilen der Bibel, ersten Buch Mose, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, entscheidet sich das Grundverständnis der ganzen Schrift. Vielleicht kann ich dann in der nächsten Predigt da fortsetzen und euch da in weiter hineinnehmen. Ich glaube, ich bin jetzt schon über die Zeit sogar drüber, länger als ich sonst. Ich werde gleich sehen, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich will es so zusammenfassen für heute und euch bitten, darüber nachzudenken, ins Gebet zu gehen, auch selbst zu prüfen, in welcher Art und Weise ihr die Bibel lest. Was ist für euch die Botschaft der Bibel? Mit welchem Anliegen studiert ihr die Schrift? Was wollt ihr wissen? Wollt ihr einfach nur Lebenshilfe pur? Wollt ihr einfach ein paar praktische Tipps, um was ihr tun und nicht tun sollt? Selbst wenn ihr sie rauskriegt, was richtig und falsch ist. Nehmen wir mal, ihr begreift, ein Mann muss eine Frau heiraten, eine Frau muss einen Mann heiraten, also Sexualität ist nur in der Ehe. Nehmen wir mal an, ihr kriegt das raus. Und? Habt ihr dann die Kraft zu widerstehen der Versuchung? Habt ihr die Kraft, genau das so zu leben? Das Wissen allein. Nein, das verurteilt. Und kein Wunder, verurteilt es so viele Christen, wenn sie die Bibel lesen. Wisst ihr warum? Weil sie die ohne Christus lesen. Und das bedeutet ohne das Evangelium. Weil sie nicht begreifen, zu welchem Glauben uns diese Schrift führt. Und somit erleben wir keine Kraft. In all diesen Dingen. Wir können das Wissen, die Ethik und Moral. Aber die Kraft wird uns fehlen. Warum? Weil wir Christus nicht haben, weil wir das Evangelium nicht haben, weil wir die Gnade nicht haben und weil wir den Geist nicht haben. Der gleiche Geist, der uns die Kraft gibt, ist der gleiche Geist, der Geist Christi, der dieses Buch inspiriert hat, der dieses Buch ins Leben gehaucht hat. Ist der gleiche Geist. Wenn wir also die Kraft in unserem Leben, den Geist in unserem Leben erfahren wollen, dann brauchen wir die gleiche Intention. Das heißt, wenn wir in der Übereinstimmung des Geistes
dieses Buch lesen, werden wir Kraft erleben. Der Geist hat dieses Buch geschrieben, damit wir Christus erkennen und zu ihm kommen. Und wenn wir das tun, werden wir Kraft erfahren. Möge euch Jesus begegnen in seinem Wort und möge er eure Kraft sein. Möge er eure Kraft sein. Ich wünsche euch Gottes Gnade, Gottes Segen. Macht's gut.